Haha, in den Fall gelaufen. Da hinten wird es schon wieder hell. Ja, jetzt ist gut. Jetzt gehen wir in den Nahkampf. Ausweichen, ausweichen, ausweichen. Schmeißt, schmeißt. Ich habe keine Milch dabei. Ah, Hilfe. Ja, jetzt geht doch mal auf diese Hexe los. Jetzt habe ich meinen eigenen Hund erwischt. So. Okay, jetzt, Hexe tot. Jetzt gehen wir wieder zu Optionen. Ja, also gegen Hexen, das kann ich nicht. Das merkt ihr ja. Hätte ich Milch dabei, hätte ich jetzt Milch trinken können, aber die habe ich, soweit ich weiß, nicht dabei. Und was hat sie hinterlassen? So einen tollen, einfachen, leere Flasche. Da kriege ich ja schon wieder das große Brechen. So, mal gucken, ob wenn ich was gegessen habe, ob es dann vielleicht besser wird. So. Ja, Milch trinken wir. Gut. Ja. So. Optionen. Friedlich, einfach. So. Nicht friedlich, sondern einfach. So einfach fand ich das jetzt aber gar nicht. So, einsammeln hat sich auch erledigt, weil wir ja auf friedlich gestellt hatten. So. Mal gerade noch die Hunde reinholen. Hier vorne mal zum Hundeparkplatz setzen. Eine. Oh, du brauchst Fütterung. Du brauchst auch Liebe, ne? So, komm mal mit. Wo ist der andere Hund? Bist du der andere Hund? Nee, du sitzt da nur rum. Wo ist der andere Hund hin? Komm, dann kommst du mal hierher. Komm mal hierher zu mir. Ich hab Futter für dich. So, wo ist der andere Hund? Ich hatte doch eben noch einen Hund frei rumlaufen. Haben die schon gehundet? Ja. So, jetzt wie war das? Du sitzt, du sitzt. Und der Kleine kommt mal mit hierher. Oder bis dahin? Ja. Ja, da ist jetzt der andere Hund, den ich eigentlich gesucht habe. Kleiner Hund. Sitz. So. Da ist jetzt der andere Hund, der hier rumjault. Ja, und für den habe ich jetzt nicht genug Fleisch dabei. Ist doch schon wieder logisch, ey. Echt. Ich glaube, das muss reichen. Nicht, dass ich die Hunde jetzt irgendwie absichtlich mit niedrigem Leben lassen möchte, aber einfach so für mich möchte ich natürlich auch ein bisschen Essen übrig haben. Also ein bisschen, aber wie auch immer. Ja. So. Hier drinne war meiner Meinung nach ein Pferd gestanden. Ich habe mir die Folge nochmal angeguckt. Definitiv hätte ich da ein Pferd reingesetzt. Aber gut. So richtig schön mit einer Rampe zum Hochreiten reinhüpfen. Mit einer Diamantrüstung an. Ja. Weil prinzipiell eigentlich nicht so schlimm. Ich meine, ja, wohin gehst du? So, ist hier schon die Tür zu? Nein. Gut, da drin ist auf jeden Fall die Tür zu. Du bist hier draußen. Kann ich einen von euch hier mal rauslocken? Nee, das haben sie nicht. Kann ich einen von euch hier mal rauslocken? Oder alle? Vielleicht? Mal hier raus, raus, raus. Ach, oh, jetzt sind sie alle vier drin, oder? Ja. Naja. Also hier ist auf jeden Fall die Tür zu, weil da einer drinne war. Dann machen wir doch da auch was davor, damit keiner mehr rein kann. So.
nächstes. Du bist raus. Also machen wir hier was davor. Wobei ich gerne mehr raus hätte. Ja, du kannst da nicht mehr rein. Da ist zu. Such dir eine andere Hütte. Da zum Beispiel. Ja, was ich mir noch überlegt habe, weil ich will mich jetzt hier nicht ewig mit Dorfbewohnern beschäftigen, das reicht mir jetzt eigentlich auch schon wieder, weil es mir einfach zu blöd ist. Also, zu blöd ist noch milder ausgedrückt. Die haben da drin ja was zu futtern und können sich da ihren Spielchen hingeben. Vielleicht habe ich halt auch wirklich das Pech, weil soweit ich weiß, sind die unisex. Also, die sollten kein Geschlecht haben und dementsprechend auch jetzt nicht deswegen nicht sich vermehren. Um es mal so zu sagen. Oh, hier haben wir Enderperlen gesammelt. Das ist ja cool. Ein Smaragd hätten wir auch noch. Hühnchen. Roßhühnchen. Eine Tür setze ich mal wieder hier hin. Die Karotten nehmen wir mit. Das Weizen lassen wir da. Wir haben die Kartoffeln, wir haben die Karotten und wir haben das Fleisch. Und wir haben den Knochen, aber ich denke, ich werde unterwegs nichts zähmen. Habe ich jetzt nicht so die Lust drauf. Das lassen wir auch hier. Glasflaschen. Eisenbahn. Ja, lassen wir da. So, weil ich meine mich zu erinnern, wo ist die Karte? Ich meine mich zu erinnern, dass wir die falsche Karte haben. Dass wir hier eine Ebene hatten, ungefähr in die Richtung, die da vorne eigentlich, die da, auf der wir ganz schön viele Pferde hatten, wo wir auch einiges an Pferden geschlachtet haben. Ja, ich weiß, ich böser Mensch. Nee, aber es geht ja darum, dass da Plätze frei werden, wo wieder neue Pferde wachsen. Sozusagen. Wachsen und gedeihen. Das ist echt die richtige Richtung. Mal gucken. Vielleicht hinter diesen schönen Hainen hier. Ach, das ist eine Blume. Ich dachte eben schon, das ist schon das erste Pferd hier. Ja, halt. Halt, halt, halt. Ich habe keinen Seil dabei, ich habe keinen Sattel dabei. Ist ja eigentlich auch sinnbefreite. Eben hat es mich ein bisschen erschreckt hier drüben. In dem Tempel war ich schon. Soweit ich weiß, gibt es da nichts mehr. Toll wäre, wenn die Tempel sich irgendwann wieder auf... Ja, Pferd ist nicht das, was ich suche, um es gleich zu sagen. Ich suche Esel. Und ich werde jetzt einfach hier ganz viele Pferde wegmachen. Esel erkennt man an den langen Ohren. Du bist kein Esel. Tut mir leid. Ja, zumindest geben sie manchmal gut Leder. Okay, und da wäre ich beinahe auch reingefallen. Also irgendwie habe ich im Augenblick auch wieder Ladefehler. Da vorne so einen schönen Mustang. Tut mir ja auch in der Seele weh, aber... Wie gesagt, wenn, dann würde ich Esel da lassen, würde schnell wieder wegrennen, würde Seil holen, weil ich glaube, dass ich auch keinen Sattel mehr da habe. Würde das Vieh dann am der Leine sozusagen mit mir führen. Um es erstmal zu, also erstmal zähmen mit mir führen. Und dann eventuell mir wieder was Neues überlegen. Ich glaube, Pferdesättel gibt es auch, wenn ich das richtig nachgelesen habe, nur in Truhen. Also, da muss ich dann hier mal gucken, dass ich vielleicht irgendwo nochmal irgendwas finde. Hühner kann man natürlich auch töten. Allein die Federn sind schon mal viel wert. Oh, ein weißes Pferd. So, Leder bekommen. Schön viele Schafe. Und echt ein schöner Schimmel. Ah, ist echt schade drum. Habe ich dich vielleicht schon mal gezähmt gehabt? Ich muss mit der freien Hand, muss ich ja, glaube ich. Ich glaube, mit Zucker und mit Möhren kann man die Tiere.
Tiere freundlicher stimmen. Ah, ich glaube, jetzt habe ich sie. Nee, doch nicht. Zumindest lebenstechnisch ist es jetzt nicht so das größte Tier. Karotte am Stiel ging, glaube ich, auch nur mit einem. Ja, so lange bist du gehorcht. Bist aber auch. Also eigentlich finde ich den Schimmel echt super. So, jetzt gehörst du mir. Aber reiten kann ich dich halt fast nicht.